So. Hallo. Mega nice Intro. Ich hoffe, ihr habt mich richtig stark vermisst. Wir schauen uns nämlich jetzt wieder ein Video von Feuer und Flamme an. Und zwar PKW in Flammen. Wahrscheinlich wieder Bochum. Staffel 4 ist ja, glaube ich. Das ist ja immer staffelweise immer am gleichen Standort, glaube ich. Wir gucken es uns an. Scheinbar bei Nacht. Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst in Bochum. Wo ist der Notfallort? Josef-Baumann-Straße, ja. Kurz vor dem Kreisverkehr. Es brennt ein Fahrzeug. Das steht auf der Straße? Das steht auf der Straße, ja. Der Qualm nimmt heftig zu. Ja, okay. Da kommen wir dann hin. Brand 0, Wache 3, HLF 1. Wollen wir beide aufsetzen oder einer? Hey, beide. Ja, da einmal, wer sich ausrüstet mit PA. Ich sehe gerade, es ist irgendwie ein bisschen dunkel hier, glaube ich, schon wieder. Bis der durchhält. Wenn PKW während der Fahrt anfängt zu brennen, hat das natürlich so verschiedene Gefahrenpunkte. Das kann natürlich sein, dass sie durch den Brand die PKW-Technik betroffen ist und ich möglicherweise nicht mehr lenken oder bremsen kann. Also sollte man sofort anhalten, das Ding ab. Also wenn da irgendwas am Kabelbaum dann kaputt geht, schon doof. Also jetzt nur aufgrund der Elektronik und je nachdem, welches Fahrzeug man hat, ist ja vielleicht auch noch viel über diese Steuerung geregelt. Jetzt bei irgend so einem alten Golf oder sowas, das ist vielleicht nochmal alles anders, aber sobald da irgendwas qualmt, raucht, brennt, direkt anhalten und aussteigen. Abstellen, weg, entfernen und die Feuerwehr rufen. Komm mal auf die Spur. Die haben relativ coole Helme. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem die sind. Sind das auch so Schubert-Dinger? Oder? Ich bleib kurz davor stehen. Warte, rüber, 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 rüber. Rüber, rüber. Fertig! Ja, der ist natürlich jetzt ja, im Vollbrand. Das ist, da ist nicht mehr viel zu retten. Wir haben auch einige Wehren, die so. Ich weiß, heißen die Spikes oder so? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich kann mal versuchen, die hier einzublenden. Das sind so. Vorne so Metallbolzen, die kannst du in die Motorhaube reinhauen, also durch das Blech vorne, in den Motorraum, dann da, ich glaube, einen D-Schlauch oder was anschließen und dann versprüht er das so fein im Motorraum. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen, kann man dann vielleicht so als Nachlöscharbeit machen, aber die sind ganz cool. Also kann ich einblenden, wenn ich sie online finde. Das ist auch eine ganz coole, ganz cooles Tool. Man sollte schon mal mit den Betroffenen sprechen, also mit dem Autofahrer. Ist ja interessant, was ist jetzt in dem Auto drin? Das kann auch sein, dass der gerade. Die machen das einfach mit einem Schnellangriff. Wird der wahrscheinlich ausreichen. Wenn irgendwie als Camper eine Gaspulle hinten im Kofferraum hat, kann aber auch sein, dass da noch irgendwas Wertvolles drin ist oder so, was er möglicherweise gerettet haben will und sich da aber nicht hintraut irgendwie, sondern kann man ja Rücksicht drauf nehmen. Personen sind da sonst keine mehr. Nein, nein, wir waren alleine. Ich habe eine Tasche rausgenommen, ja. Ja, wenn da was drin ist, dann ist es halt drin. Ich kann es ja. Ja, wir machen den jetzt aus, dann gucken gleich mal weiter. Ja. Ne? Alles gut. Wir machen den mal aus und dann gucken wir weiter. Martini? Ja, mit Schaum, ne? Brandbekämpfung ist bei der Feuerwehr immer erstmal Wasser drauf. Und da muss man jetzt auch nicht auf Wasserschäden oder sonst irgendwas achten. Da kann man schon infernalisch löschen. Da kann man jetzt mit dem Strahlrohr auch nicht wahnsinnig viel verkehrt machen. Die Jungs müssen ein bisschen gucken, die haben natürlich Atemschutz auf, das heißt, sie können sich auch relativ nah an diese Situation ranbegeben, was die Atemgifte angeht. Mit den Temperaturen muss man gegebenenfalls ein bisschen gucken. Das ist jetzt das, dass man so schwer unter die Motorhaube kommt, da sind diese komischen Teile da ganz cool, aber halt auch, glaube ich, nicht jeder und sind auch vielleicht nicht immer so wirklich einfach zu bedienen oder da jetzt zum Beispiel zu benutzen. Der Max vorne mit am Strahlrohr, ganz, ganz frischer Kollege, der gerade irgendwie erst einen Monat bei uns auf Abteilung ist. Wollen wir Motorhaube aufmachen, oder? Ja, ich guck mal, die Fahrradtür müsste auf sein. So junge Feuerwehrleute sind echt ein hohes Gut. Die haben immer Bock auf Ausbildung, auf gute Ausbildung. Und dem muss ich als Gruppenführer, muss ich dem schon gerecht werden. Wenn man frisch in so einem Job ist und dann so eine Nummer da irgendwie regeln muss, sind die immer so ein bisschen unsicher. Und das kann man denen ganz gut so einfach von der Schulter nehmen, indem man denen sagt, pass mal auf, mach mal hier, mach mal da, guck mal hier. Ne? Darauf muss man achten. Ah, guck mal. Voll gut. Hier, Dean. Siehst du das? Also ein bisschen da draufhalten, oder? Ja, ja.
Ah, guck mal, da kommt noch dunkle Miege, ne? Das wird gleich mehr. Ja. Im Zweifelsfall wichsert mal ein. Das Feuer hat sich halt durchgefressen durch die Spritzwände, durch die Lüftungseinlässe. Da sind viele Hohlräume, da ist Dämmmaterial. Da besteht halt wirklich die Gefahr, dass sich da Glutnester bilden und das Ding irgendwie eine halbe Stunde später wieder anfängt zu brennen. Ja. Deswegen muss man da sicher sein. Rosi? Ja? Wie ist Rosi? Mit Wasser? Haben noch drei Viertel, alles gut. Ja, halt's im Auge, ne? Können wir denn hier durchgucken irgendwie? Nee. Guck mal hier. So, da ist so ein Loch. Siehst du das? Ja. Da will ich, dass du rein bist. So. Was hat einen Nachteil? Was hat eine gewisse Oberflächenspannung? Und Wasser fließt einfach ab. Und deswegen verwenden wir Schaum. Wenn wir mit Feststoffbrennen zu tun haben, also was weiß ich, Mobiliar. Direkt Zumischer da am Kohlensäure, schon cool. Brennt, Reifen brennen oder sonst irgendwie was. Arbeiten wir immer auch mit einer gewissen Schaummenge, um das einfach insofern zu begünstigen. Dieser Schaum bleibt auf der brennbaren Oberfläche, auf der Glut bleibt der einfach kleben und kühlt nachhaltig. Schaum sorgt auch dafür, dass das brennbare Material von dem Sauerstoff in der Umgebungsluft abgeschlossen wird. Und das hat einfach so gewisse Vorteile. Ja, ist erstmal gut. Ich weiß nicht, habt ihr auch so einen Zumischer, also für alle, die jetzt bei der Feuerwehr sind, habt ihr auch so einen Zumischer direkt am Strahlrohr oder... wir haben das, muss man so zwischenschalten. Also. Und dann mit so großen Kanistern, mit diesen 10-Liter-Dingern. Was ist 10 Liter? Ich glaube sogar sind mehr. Auf jeden Fall haben wir nicht so ein freshes Ding. Legt ihr schon mal ab, Rosi? Ja. Legst du einmal die Kamera? Also keins, was man da so ranschraubt. So ein PKW kann schon ganz ordentlich brennen. Und im Zweifelsfall sollte man es immer der Feuerwehr überlassen. Ne? Da muss man einfach auch überlegen, kann ich an diesem PKW wirklich noch was retten oder nicht? Ich meine, das ist ein Versicherungsschaden und der möchte seinen Schaden natürlich auch ersetzt bekommen. Und es kann durchaus sein, dass die Versicherung danach Rückfragen an uns hat oder wie auch immer. Deswegen zu jedem Einsatz, den wir abarbeiten, schreiben wir einen Bericht. Und schon von der Versicherung erstattet. Die Brandursache könnte nicht ermittelt werden. Hier die schöne Deko. Ja, ja, hab ich. Nein. Das geht gar nicht. Schuhe putzen. Gar nicht. Hab ich schon verstanden. Komm mal alles. Ja, tipptopp, dann aufsitzen. Ja, sehr beruhigt und unentspannt. Ne, wie? Unentspannt war jetzt nicht das Wort, was ich sagen wollte. Unaufgeregt. Ja, alles so gemacht, wie man es macht. PKW-Brand. Wurde ich zwar schon zweimal alarmiert zu, aber da war ich leider nicht im Ort. Ja, da ist halt, glaube ich, einfach also doof, wenn da noch irgendwelche Glutnester drin sind und du schwer rankommst. Aber ansonsten kriegt man das ja eigentlich ganz gut hin und im Zweifel brennt das Ding halt ab. Also da hat man ja meistens nicht noch irgendwie anliegend irgendwas, was dann da stark gefährdet ist. Ja, ist halt immer nur doof für den Besitzer, wenn er dann sein Auto da... Winden sieht. Ich würde dir noch was erklären. Sag mal, Max, war das dein erstes Feuer? Ja, es gibt Kuchen. Es wird mir köstlich schmecken. Kannst du backen? Oder macht das die Mutti? Ja, cool, cool. Ich finde auch dieses Kameradschaftliche ja sowieso cool. Sonst wäre ich ja auch nicht so lange bei der Feuerwehr, aber ich finde, dieses Kameradschaftliche ist halt wirklich das, was so ein bisschen den Zusammenhalt da fördert und das merkt man ja auch hier, wie witzig die untereinander sind. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich schon wieder irgendwas zu dem Video gesagt habe. Ich hoffe einfach, dass das mal wieder ein bisschen interessanter war, weil ihr schreibt ja immer, ich soll mir ganz viel davon angucken. Ich weiß nicht, ob das geclaimt wird. Es wird viel von denen geclaimt, kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Das ist ja deren Arbeit. Ich sitze ja nur hier und gucke mir das an. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das irgendwie auf YouTube landet und ich wünsche euch einen ganz entspannten Tag. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht bitte zur Freiwilligen Feuerwehr und dann sehen wir uns irgendwann noch, vielleicht im Dienst, vielleicht auch nicht. Gott sei Dank, der nächste zur Wehr. Tschüss, schönen Tag noch.